Sie haben dreimal so viel Städte eingesackt wie das Team hinter Ihnen. Wie machen Sie das? Ich komme aus einer Gegend mit viel Landwirtschaft. Traktorrennen, Kühe schubsen. Wir haben da Landmaschinen verkauft. Als ich in der Schule war, haben die dicht gemacht und die ganze ländliche Idylle war zum Teufel. Ich verkaufe den Leuten die einzige Hoffnung, die ihnen bleibt. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass wir Erdgas nach McKinley bringen. Verrückt. Komm aus der Stadt und schon sieht's aus wie in Kentucky. 2 Stunden raus aus jeder Stadt sieht's aus wie in Kentucky. Gehört die Farm dir? Nein. Warum machst du denn die ganze Arbeit? Mit der Unterschrift übertragen sie uns die Bohrrechte für ihr Land. Da ist eine Menge Geld da unten. Ja, richtig. Wie viel schätzen Sie? Warum sollte Ihre Stadt keine moderne Highschool haben? Über wie viel Geld reden wir? Sie könnten Millionär werden. Ich dachte, das wäre schwieriger. Es geht zu leicht. Gibt's hier laut Analyse irgendwelche Ökoaktivisten? Nein. Lassen Sie mich raten. 40, verheiratet, Marketing, 2 Kinder. 38, oben ohne Bedienung und super Talent zum Singen. Ich bin Lehrerin. Nein, nein, ich rede von mir. Hallo zusammen. Ich bin hier, weil ich meine Farm verloren habe. Ist alles braun geworden und vertrocknet. Wenn das einem von uns passiert ist, kann das allen passieren. Die Stadt wird darüber abstimmen in 3 Wochen. Was ist passiert? Sie sollten rein, das regeln und raus. Steven und ich bekommen das hin, Sir. Ich weiß alles über eure Firma. Ich weiß, was ihr treibt. Ihr glaubt, ihr werdet ganz schlau. Im Vergleich zu dir, ja. Hey, da ist sie ja. Können wir los? Ja. Diese Stadt, dieses Leben, das alles stirbt. Ihr wisst es genau und trotzdem stellt ihr euch quer. Wir kämpfen nicht um Land, Steve. Wir kämpfen für die Menschen. Das, was ihr von mir haben wollt, bekommt ihr nicht. Mir gefällt schon nicht, dass ihr es überhaupt versucht. Sie sind ein feiner Kerl, Steve. Aber ich wünschte, Sie würden das hier nicht tun. Wir sind ein 9-Milliarden-Dollar-Konzern. Ist dir klar, wozu wir in der Lage sind? Weißt du es? Nochmal 3, bitte. Ah, noch so eine. Passt ja. Ich weiß ja nicht, was deine Ausrede ist, aber ich habe Geburtstag. Ich habe keine Ausrede. Hm. Lass mich raten. 40, verheiratet, Marketing, 2 Kinder. 38, Bedienung in der oben ohne Bar und ein super Talent zum Singen. Arschloch, ich bin Lehrerin. Nein, nein, ich habe von mir geredet. Soll ich tanzen? Ein Huni? Und du bist dabei. Du würdest keine 30 kriegen. Du hast meine Moves noch nicht gesehen. Alles klar, jetzt machst du mir Angst. Ich bin Steve. Alice. Wow, dafür, dass morgen Schule ist, lässt es ganz schön krachen, Alice. Ich hab Geburtstag. Ach ja, genau. Naja, eigentlich morgen. Die geben dir einfach so einen Tag frei, weil du Geburtstag hast? Oder musst du den Kids morgen sagen, dass du eine Magen-Darm-Geschichte hast? Also, erstmal finde ich die Unterstellung frech, dass ich nichts vertrage. Und zweitens schauen wir manchmal Videos während der ersten beiden Schulstunden. Nur manchmal, ja? Clever. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Mr. Yates. Mein Name ist Frank Yates. Mr. Yates, kommen Sie von einer Umweltschutzorganisation? Nein. Nicht? Ah, was machen Sie beruflich, Sir? Ich bin Lehrer an der Highschool. Lehrer? Naturwissenschaften. Wie steht's mit Ihnen, Mr.? Alles klar. Geschieht mir ganz recht. Steve Butler ist mein Name. Ich bin als Berater hier von Global. Ich habe von Ihrer Rede nur das Ende mitbekommen, aber Sie sind offenbar jemand, der sich gut vorbereitet hat. Darf ich Sie trotzdem fragen, wo Sie Ihre Informationen herhaben? Mr. Butler, wir beide wissen, dass die Informationen, von denen ich hier spreche, weit verbreitet und detailliert sind. Sie haben bestimmt recht. Ich bin nicht der, der auf alles eine Antwort weiß. Oh, dann konnte Ihre Firma ja gar keinen Besseren herschicken, um das alles zu leugnen.